Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Stichler. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht in die zweite Woche und heute wollen sich Delegationen beider Länder wieder an einen Tisch setzen. Gesprochen werden könnte etwa über Korridore für Menschen, die flüchten wollen. Denn weiter nehmen die russischen Invasionstruppen große Städte, vor allem im Osten des Landes, unter Beschuss. Dabei werden, wie etwa in Charkiw, immer wieder Zivilisten getötet. Mariupol soll nahezu eingekesselt sein und Cherson bereits erobert. Zugleich wächst der Druck auf die Hauptstadt Kiew. Sie sind gekommen, um eines der größten Atomkraftwerke Europas zu schützen. Hunderte ukrainische Zivilisten blockieren im Gebiet Saporoja im Süden des Landes die Straße, um die vorrückenden russischen Truppen aufzuhalten. Die Stadt wird heute, morgen und übermorgen von den Selbstverteidigungseinheiten ständig überwacht. Schwere Explosionen in der Hauptstadt Kiew in der vergangenen Nacht. Offenbar wird der Hauptbahnhof getroffen. Rettungskräfte bergen einen Verletzten. Auch in der Umgebung von Kiew, im Dorf Gorenko, zerstörte Häuser. Bewohner berichten, ein Flugzeug habe das Dorf bombardiert. Die Bürger von Mariupol versuchen zu retten, was zu retten ist. Brennende Häuser in der ukrainischen Hafenstadt, die 14 Stunden ununterbrochen angegriffen worden sei, berichtet der Bürgermeister. Leider wurde die kritische Infrastruktur zerstört. Wir sind ohne Licht, ohne Heizung und wieder ohne Wasser. Erstmals seit Beginn der Invasion nennt der Kreml offizielle Opferzahlen. Danach seien fast 500 russische Soldaten getötet worden. Die Ukraine spricht von bis zu 7000. Die Zahlen sind nicht überprüfbar. Unterdessen teilt der russische Außenminister Lavrov mit, er sei offen für Gespräche. Wir sind bereit zu sprechen, aber unsere Operationen werden wir fortsetzen, weil wir es uns nicht erlauben können, in der Ukraine die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die die Sicherheit der Russischen Föderation bedroht. Nach letzten Informationen soll die zweite Runde der Gespräche im Westen von Belarus schon bald beginnen. Wir hier in Köln haben um 12 Uhr die Glocken zahlreicher Kirchen und Kathedralen für Frieden in der Ukraine geläutet. Die Europäische Vereinigung der Dombaumeister hatte dazu aufgerufen, für jeden Tag dieses so wörtlich unsinnigen Krieges eine Minute die Glocken erklingen zu lassen. Also für 7 Minuten. Viele Städte, wie hier in Paris, folgten dem Aufruf, ein lautes Zeichen für den Frieden zu setzen. Bereits am Wochenende hatte die Bundesregierung angekündigt, die Ukraine nun auch mit Waffen zu unterstützen. Ein Bruch mit jahrzehntelanger deutscher Zurückhaltung. Dabei ging es um 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Bodenluftraketen. Jetzt heißt es, eine weitere Waffenlieferung sei geplant. Es handelt sich dabei offenbar um 2700 Flugabwehrraketen vom Typ Strela. Das sind Waffen sowjetischer Produktion aus den Beständen der Nationalen Volksarmee. Noch ist aber über die Freigabe nicht endgültig entschieden. Ja, Tim Diekmann in Berlin. Was ist zur Stunde über diese neuen Waffenlieferungen bekannt? Ja, wir wissen, dass das Bundeswirtschaftsministerium diese Abgabe der Waffensysteme wohl genehmigt hat. Das wissen wir. Es soll sich um 2700 Strela-Flugabwehrraketen handeln. Raketen, die aus alten Beständen sind, aus DDR-Beständen von der Nationalen Volksarmee, also viele Jahrzehnte alt. Und Waffen, die in der Bundeswehr eigentlich seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt werden dürfen. Die Bundeswehr hat Anfang des Jahres selbst mitgeteilt, dass diese Strela-Flugabwehrraketen seit 2012 für die Nutzung gesperrt sind. Es gibt auch eine Begründung. Die Begründung ist, es soll Mikrorisse, also kleinste Risse in der Munition geben. Und das sorgt wohl dafür, dass sie die Bundeswehr selbst nicht mehr benutzt. Erste Waffenlieferungen aus Deutschland sind inzwischen in der Ukraine angekommen. Was können diese dort bewirken? Genau, das sind 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen, auch Flugabwehrraketen, quasi die moderne Form, wenn man jetzt nochmal mit den Strela-Raketen es vergleichen würde. Diese sollen inzwischen im Kriegsgebiet angekommen sein und sollen vor allem relativ leicht und einfach eingesetzt werden können. Da muss man nicht groß die Technik erlernen, sondern man schultert es quasi auf und kann sie verwenden. So haben es mir Militärexperten erklärt. Es geht jetzt vor allem darum, auch den Luftraum zu schützen und gegebenenfalls auch russische Flugzeuge aus dem Luftraum, ja,
herauszuholen oder sogar herauszuschießen. Das ist wichtig, gerade wenn man jetzt Städte wie Kiew auch tatsächlich halten möchte. Danke für diese Informationen, Tim Diekmann nach Berlin. Der Krieg in der Ukraine treibt immer mehr Menschen in die Flucht. 1 Million sind schon in die benachbarten EU-Länder gekommen. Und die Vereinten Nationen befürchten, dass das erst der Anfang der größten Flüchtlingskrise des Jahrhunderts ist. Die EU-Innenministerinnen und Minister wollen nun die Weichen stellen für eine möglichst rasche Aufnahme der Menschen ohne aufwendige Verfahren. In Polen, der Slowakei, Ungarn und hier in Rumänien. Überall an den Grenzübergängen emotionale Szenen. Und eine Welle der Hilfsbereitschaft für die ankommenden Flüchtlinge von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist ein Moment, in dem wir stolz sein können, Europäer zu sein, aber es ist auch Zeit für starke Entscheidungen. Die EU will schnelle, unbürokratische Hilfe zusichern. Dafür soll die sogenannte Massenzustromrichtlinie aktiviert werden. Sie sichert den Geflüchteten maximal 3 Jahre Schutz zu, ohne vorher ein aufwendiges Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Ich hoffe, dass das auch ein Auftakt dafür ist, dass wir künftig auch in der EU in diesen Fragen grundsätzlich enger zusammenarbeiten. Das sehen Polen, Ungarn, die Slowakei und Österreich allerdings kritisch. Hilfe für die Ukraine ja, Skepsis aber in der Frage, wie man mit Menschen anderer Nationalität umgehen soll, die jetzt ebenfalls zur Flucht gezwungen sind. Wir brauchen rasche und unbürokratische Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Denen müssen wir rasch und unbürokratisch helfen. Und da hilft es nicht, wenn wir auch Drittstaatsangehörige mit einbeziehen. Das ist ein anderes System. Trotz politischer Vorbehalte soll die Richtlinie in der kommenden Woche in Kraft treten. Bis dahin rechnet die EU mit mehreren Millionen Kriegsflüchtlingen. Mein Kollege Danko Handrek ist in Mali Zemenci in der Ukraine. Der Ort liegt an der slowakischen Grenze. Sie waren in der Region unterwegs. Was haben Sie dort erlebt? Ja, wir sind gestern nach Mukachevo gefahren, in etwa 60 Kilometer von der Grenze entfernt. Und man spürt überall sehr viel Nervosität. Wir sind an sehr vielen Kontrollpunkten vorbeigefahren. Als wir dann in der Stadt selbst drehen wollten, wurden wir mehrmals kontrolliert. Und man erzählt uns, man hat Angst vor Anschlägen, wo man Anschläge in Orten verübt, wo die Front zwar noch nicht da ist, aber einfach um die Region zu destabilisieren, dass eben Saboteure vor Ort kommen. Und was erleben Sie mit den Flüchtlingen vor Ort, ganz kurz? Dieser Punkt hier, der ist ein Punkt, wo man nur zu Fuß rübergehen kann. Und hier kommen Leute aus Donetsk an, die dann zum Beispiel erzählen, dass es in ihrer Stadt kein Leben mehr möglich ist. Familien aus Kiew, die von Luftbombardements sprechen und die sagen, man muss einfach aus diesen Regionen fliehen. Danke für diese Schilderungen. Danko Handrek in Mali Zemenci in der Ukraine. Ja, und das war's für den Moment. Auf tagesschau24 und tagesschau.de halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Und wir melden uns dann wieder um 15 Uhr. Bis dahin.